Hallo und herzlich willkommen zum 13. Teil des Vogelquizzes, das Video, bei dem du dein Vogelwissen testen kannst. Heute haben wir einiges vor. Neben den üblichen drei Fragen, dem Funfact und der Fotofrage, werde ich heute den Gewinner der DVD aus der letzten Folge bekannt geben. Doch das heben wir uns für das Ende des Videos auf. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Beginnen wir wie immer mit der Auflösung der letzten Episode. In Deutschland gibt es insgesamt 5 Taubenarten, wenn man die Straßentaube mit dazu rechnet. Von den genannten Vögeln gibt es alle außer die Seidenmeise. Die Weidenmeise gibt es übrigens, die sieht auch so aus. Und zu Frage Nummer 3, das war die Vogelstimme zum Kleiber. Zu guter Letzt noch die Fotofrage der letzten Folge. Das hier war der Ausschnitt und besonders schwer war es diesmal auch nicht. Das war nämlich der Graureiher. Zu Beginn möchte ich euch kurz die Spielregeln näher bringen. In den kommenden Minuten werde ich euch 3 Fragen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten geben, die ihr mittels der Abstimmungsfunktion von YouTube oben rechts beantworten könnt. Nach der ersten Frage werde ich euch immer den Funfact der Folge vorstellen und zum Ende gibt es noch eine Besonderheit, nämlich die Fotofrage. Dort bekommt ihr einen Teil eines Bildes zu sehen und ihr dürft mir in die Kommentare schreiben, um welchen Vogel es sich handelt. Die Auflösung gibt es immer am Anfang der nächsten Folge. Es lohnt sich also, jetzt ein Abo dazulassen, um in Zukunft jedes Mal dabei zu sein. Dann können wir ja endlich loslegen mit Frage Nummer 1. Welcher der 4 genannten Reiher ist der größte? A. Der Kuhreiher, B. Die Rohrdommel, C. Der Seidenreiher oder D. Der Graureiher? Wie immer habt ihr einige Sekunden Zeit, die Umfrage jetzt zu öffnen und euren Tipp abzugeben. Kommen wir auch schon zur Auflösung. Der Kuhreiher wird um die 50 cm groß, der Seidenreiher bis zu 65 cm und die Rohrdommel in Ausnahmefällen schon bis zu 85 cm groß. Somit bleibt nur noch der Graureiher übrig, der es bis zu einer Größe von 1 Meter schafft. Dann machen wir weiter mit dem Funfact der Episode. Der Kleiber ist der einzige Vogel, der kopfüber den Baumstamm herabklettern kann. Machen wir weiter mit Frage Nummer 2. Was ist die Besonderheit am Neuntöter? A. Er tötet 9 andere Neuntöter pro Jahr. B. Er schläft immer bis 9 Uhr. C. Er spießt seine Nahrung vor dem Essen auf. Oder D. An ihm ist nichts Besonderes. Kommen wir zur Auflösung. Die richtige Antwort wäre C gewesen. Der Neuntöter bereitet vor dem Fressen seine Nahrung ganz besonders vor. Die Großinsekten werden oftmals aufgespießt, um dann von Flügeln und Fühlern befreit zu werden, sodass der Neuntöter nur das Beste fressen muss. Schnecken zum Beispiel werden vorher auf Steinen geknackt. Ein wahrer Feinschmecker, dieser Neuntöter. Kommen wir zu Frage Nummer 3. Zu welchem Vogel gehört dieser Ruf? A. Zum Fitis, B. Zum Halsbandsittich, C. Zum Pirol oder D. Zur Feldlerche. Hier hört ihr den Gesang noch einmal. Kommen wir zur Auflösung. Richtig wäre A gewesen. Ihr habt soeben den Fitis zu hören bekommen. Im Gegensatz zu seiner Geschwisterart, dem Zilpzalp, eine etwas schwierigere Vogelstimme, wie ich finde. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Fotofrage. Diese lautet wie immer, um welchen Vogel handelt es sich bei diesem Ausschnitt? Die Antwort wie immer bitte in die Kommentare. So, jetzt kommen wir noch zur Verlosung der DVD. Obwohl sich viele das Video angesehen haben, habe ich nur ein paar wenige E-Mails bekommen. Umso besser für all diejenigen, die mitgemacht haben. Es gab nur einen einzigen, der alle Fragen auch richtig beantworten konnte. Somit ist er der Gewinner.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wer das denn sein könnte. Kommen wir zur Auflösung. Wer hat die DVD gewonnen? Der Gewinner ist Radaubruder Harry. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe dir eine E-Mail geschickt, damit ich noch diese Woche die DVD versenden kann. Viel Spaß damit und nochmal danke an alle, die mitgemacht haben und auch sonst immer meine Videos so fleißig schauen, kommentieren und liken. Das war es dann auch schon wieder von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann belohne mich doch bitte mit einem Like und Abo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Fuck her in the Benz. Yeah.